Okay, ich habe ja schon gesagt, in einem normalen Let's Play werden wir immer nur deiner, unserer Partnerin, auf die Nerven gehen. Aber jetzt habe ich einen zweiten Safe State angelegt. Die ersten Tage sind jetzt leider für immer verloren. Aber dann können wir uns im Bonusvideo mal angucken, was diese anderen Typen alles gesagt hätten. Genau. Mich interessiert nicht, was Tatjana sagen wollte. Was, du schon wieder? Genau. Es ist, als hätte eine Macht irgendwie außerhalb unseres Universums mich dazu gezwungen, hierher zu kommen. Eine Menge ist heute passiert. Ich dachte, ich entspanne mich ein bisschen. Oh ja, kein Witz. Wir haben Passeur getroffen. Wir haben rausgefunden, dass Blair verflucht wurde. Wir haben gegen Monster gekämpft, wie üblich. Wir haben eine riesige Statue vernichtet. Wir haben diese komischen Beschwörungskristall... Ist tatsächlich eine ganze Menge passiert? Naja, aber wir haben auch Bruno getroffen. Und wir werden morgen die Dämonenklinge finden. Oh, ich freue mich auch schon so. Genau, und dann können wir endlich Gouda versiegeln. Und dann wird es diesen Käse nie wieder geben. Okay. Aber du musst dein Bestes für mich tun. Kein Problem. Ein guter, großartiges Team. Es ist kein Weg, dass wir verlieren könnten. Oh, wow. Unglaublich. Warum bist du so... Oh ja. Engeltransformation. Ariel, ich bin auch hier. Und ich werde auch mein Bestes tun, zu helfen. Danke. Ich verlasse mich auf euch. Yeah. Du kannst dich ruhig ausruhen. Immerhin weißt du, dass ich für dich da bin. Das reicht. Weg mit dir. Naja, gut. Ich zähle auf dich. Okay, und wieder ein neuer Tag und ein neues Glück. So, los. Auf nach Bruno. Wir brauchen die Dämonenklinge für den Meister. Ja, naja, gut. Es kann schon wieder sein, dass irgendwas passiert. Tu dein Bestes, um mich zu beschützen. Ah ja, keine Angst. Und denk dir nicht vergessen, dass du auch mich beschützen sollst. Oh. Okay, ja. Vorsichtshalber, falls ich das vergessen habe. Waffen auf den neuesten Stand reparieren. Und speichern. Und dann gehen wir mal wieder auf Suche. Aber das beschleunigen wir jetzt mal ein bisschen. Okay, das mit dem Beschleunigen hat nichts geklappt, denn schon wieder wartet eine Zwischensequenz. Und Ariel wird von denen wie magisch angezogen, also sitzen wir hier wieder mal fest. Yep, Orin will auch abhauen. Und sie fragt, wo er hingeht. Und er sabbelt wieder irgendwelchen Nonsens, der uns hier sehr nicht kümmert. Und er macht sich Sorgen um Bruno. Aha, gut. Ich komme auch mit. Nein, du wirst nicht mitkommen. Warum? Wie kannst du Vater allein lassen? Aber seine Kondition wird nicht verändern, ob ich ihm bleibe oder nicht. Hallo? Er hat Fieber? Er könnte sterben? Ich meine, das passiert normalerweise, wenn man ein hohes Fieber hat. Und alleine rumliegt irgendwo. Und ich will irgendwas tun, um zu helfen. Genau, mein Vater ist mir völlig egal. Er nimmt mir die Worte aus dem Mund. Es tut mir leid. Ich werde hier bleiben. Oh, das war jetzt mal wieder überflüssig. Nobody needs to take care of me. Master Blair, the Master of Disaster, ist wieder da. Ja, genau. Geh einmal im Kreis um uns herum. Programmierer. Dad. Bist du dir sicher, dass es dir wirklich gut geht, Meister? Natürlich. Ich werde doch nicht mich von einem blöden Fluch ans Bett fesseln lassen. Aber ich kann seinen Effekt, meine Schüler, Willenskraft besiegen. Oh wow, ach, das haben all die Opfer von AIDS, Cholera und so immer falsch gemacht. Mann, hätten wir das gewusst, dass wir Ebola besiegen können, indem wir uns einfach nur mit Willenskraft dagegen stemmen. Mann, ich muss gleich zu den Ärzten rennen, die haben das alles falsch gemacht. Oh, er ist so cool. Ja, solange man nichts von Medizin versteht. Aber ich kann meinen Dad nicht allein lassen. Er ist nicht allein. Oh, Lynn. Warum bist du hier? Um ihm zu... Ach, lassen wir es einfach mal. Ich mache mir Sorgen über Blair. Ja, genau. Ich meine, sie war nur 300 Mal inzwischen schon hier, um Medizin zu machen und was nicht alles. I'm sorry to make you worry. Hör bloß auf zu reimen, du Knilch. Ah. Wirklich, mir geht's gut. Du kannst mit Orin gehen. Oh ja, genau. Genau, ihm geht's gut, Tatjana. Keine Sorgen. Ich verspreche, ich werde mich gut um ihn kümmern. Und um das Haus. Das musst du wirklich nicht... Ach Mann, hört auf zu quatschen, desto schneller ist es vorbei. Genau. Und ich bin sicher, ich kann mich auch gut darum selbst kümmern. Wäre es denn irgendwie schlecht, wenn ich stehe und bleiben will? Na, natürlich nicht.
Das würde mich sogar glücklich machen. Wirklich, Blair? Ich bin dir nicht im Weg? Ah, nein, du bist doch willkommen hier. Mein Haus ist dein Haus. Verstehst du das, Tatjana? Ja, ich verstehe. Oh ja, ich meine, die sind ja schon ein halbes Ehepaar, also... naja. Ich zähle an alle. Orin, Tatjana, Ariel, Dinah. Ja, zu Befehl, Commander. Ich meine, Daddy. Ja, ich habe keine Wahl. Tatjana, du kommst mit mir. Keine Wahl? Du schon solltest wissen, dass ich mein Bestes tun werde. Ich weiß, Tatjana, und ich zähle auch auf dich. Ja, wir zählen alle auf mich. Ich hoffe, ihr zählt auch auf mich, sonst begehe ich Selbstmord, nur um euch einen reinzuwürgen. Okay. Wirst du dich benehmen, wenn wir weg sind, Death? Natürlich. Danke, Lynn. Kein Problem. Guten Trip. Mann, ihr könnt froh sein, dass das nicht Fallout 3 wäre, sonst würde ich jetzt meine Knarre ziehen und euch alle umbringen. Na gut, bis auf deiner. So, wir müssen uns beeilen. Gabriel und die anderen könnten auf uns warten. Ja, oh, lass uns gehen. Oh, gut, dass das nicht Fallout 3 ist, sonst wäre Ariel jetzt ausgeflippt und hätte alle umgebracht. Naja, bis auf mich. Gut, danke. Dürfen wir gehen? Tschüss! Hey, hey, hey. Ich habe ja normalerweise nichts gegen lange Gespräche in Rollenspielen. Aber müssen die mir ausgerechnet direkt vor der Tür auflauern, sodass ich keine Wahl habe? Meine, wenn ich ein bisschen was Interessanteres zwischendurch tun könnte, ein paar Sidequests oder sowas, dann wäre mir das ja vollkommen wurscht, aber so. Ah, das ist quasi die Umkehrung von dem Ding, das ich schon trage. Super Angriffskraft, aber schlechte Verteidigung. Ah, aber das ist gut. Das ist gut. Was brauchen wir dafür? Iron Bracelet und Ruby Bracelet. Ich nehme an, kaufen können wir uns das nicht wahr? Nein. Okay. Gut. Schauen wir mal, wie wir das machen können. Ah, ja, genau. Okay, das ist schon mal etwas interessanter. Iron Bracelet. Was brauchen wir dafür? Schwermetall und gut. Ja, witzig, das Hämatit-Dings da ist tatsächlich teurer am Ende, weil wir eins davon brauchen. Und ich will verdammt sein. Ach, geh mal dahin wieder. Wenn ich da, so, genau. Ich will verdammt sein, wenn ich das auch noch mache. Das Blöde ist jetzt natürlich... Ah, feine Schuhe. Agilität wäre natürlich auch nicht schlecht, aber... So oft, wie ich bei meinen Reflexen einen draufkriege... Gut, jetzt brauchen wir nur noch das Eisenarmband. Das ist doch schon mal was. Dafür brauchen wir... Schwermetall. Oh, Mist. Das wünschte ich, ich könnte das irgendwo wieder herkriegen. Und, ah gut, so ein Ding kann ich herstellen. Jetzt könnte ich da... Jetzt brauche ich nur noch Schwermetall. Und dann können wir uns das Ding besorgen. Gehen wir mal auf die Suche nach Schwermetall gleich. Was da wir da? Ja, haben wir nicht. Und diesen Stein haben wir auch noch nicht gefunden. Dafür fehlt uns noch Fluffgras. Naja, gut. Normalerweise würde ich jetzt ausflippen, aber hey. Restgeld brauche ich noch. Für den Fall, dass wir diesen komischen Knilch finden. Aha. I wish, but no. Okay, das ist anscheinend nur eine Mini-Side-Quest, weil einer hier Geld verloren hat. Und einer hat das verloren. Und ich nehme an, wenn wir durch Zufall denjenigen finden, der das Geld verloren hat, können wir es ihm bringen. Okay, da die Videos schon wieder so lange werden, werde ich jetzt einfach mal vorbeamen bis zum Ende der jeweiligen Side-Quest. Mich hier 300 Mal im Kreis herumlaufen zu sehen, ist wahrscheinlich todes Sterben langweilig, trotz meines Gesangs. Und hier ist schon mal wieder der Salesman, der mir dieses komische Horn verkaufen kann. Natürlich, bloß her damit, damit können wir bestimmt wieder etwas basteln. Ja, 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 die sammeln aber immer nur Blödsinn. Was ist mit dem? Ah ja, gut, ihr spielt Verstecken. Oh, jetzt erzählt er mir über was Angeln. Nein, ich habe keine Zeit zum Angeln. Vielleicht später im Bonusvideo oder so, aber nicht jetzt. Okay, weiter zur nächsten Zeitquest. Und Mini-Side-Quest 1 ist wieder zu Ende, weil wir die Katze gefunden haben. Und wir kriegen unsere Belohnung.
Oh, danke. Das ist inzwischen nicht mehr viel wert. Weiter zum nächsten Teil. Okay, die lästigen Kinder habe ich nicht gefunden, aber dafür habe ich meine neue tolle Axt gemacht mit diesem komischen Horn, das ich hatte. Genau, wir haben das Horn in eine Axt umgeschmiedet. Und jetzt haben wir den Boost-Motor dran getan. Mal sehen, die Wirkung ist jetzt die. Das Ding hat super Angriffskraft, super Verteidigungskraft. Ist nur marginal schwerer als die Axt, die wir vorher hatten. Ausdauer ist größer. Und mal sehen, wir haben noch durch diesen Boost-Motor einen Bonus gekriegt. Und das war, jetzt mal schnell gucken. Equipped by Weapons, genau hier. Können wir uns die nämlich angucken. Dachte ich eigentlich, aber das war... Hey, komm. Ach, verdammt. Equip, machen wir das mal so. Piercer, Spear, Steel Saber und Heavy Axe. Na gut, wow. Und wir können uns immer noch bewegen, das ist gut. Ah ja, genau hier. Two-Hit-Combo-Attack. Wow. Ja, das Experimentieren mit Erz, das ist manchmal recht nützlich. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist Schwermetall-Erz. Und sobald wir das haben, mache ich mir noch diesen anderen Gegenstand fertig. Wir müssen nämlich noch dann dieses andere Dings da schmieden, dieses zweite Bracelet. Und, Moment. Och man, bin ich bescheuert. Ich trage doch so ein Ding, natürlich. Oh. Okay, dann rennen wir mal jetzt gleich zum Waffenladen. Aber vorher speichern. Okay, dann beginnen wir mal Operation bessere Ausrüstung. Nein, wir gehen ins Menü. Equipment und das Iron Bracelet. Genau. Könnt ihr natürlich jetzt unequipped nehmen, aber ich habe jetzt diesen langweiligen Erzring. Den habe ich auch nur für ein paar Sekunden, denn jetzt können wir auf Create gehen. Und zu diesem Hämatit-Ring. Ne, den brauchen wir nicht. Genau, Hämatit-Armband, 2 Punkte auf Angriffskraft und 18 auf Verteidigung. Das ist unserem alten Eisen schon überlesen. Das gehört jetzt zum alten Eisen und yeah, genau. Und wir haben gerade noch genügend Geld, wie es aussieht. Genau, ouch. Okay, nachdem wir das erschaffen haben, können wir es ausrüsten. Genau. Jetzt ist unsere Grundverteidigung ein bisschen höher und unsere Grundgeschwindigkeit ist immer noch gleich. Aber das bedeutet jetzt natürlich, selbst wenn wir den Säbel haben, sind wir über 70. Weil wir die Axt haben, dann kann uns kaum einer noch was anhaben. Und wir können noch doppelt so schwer zuschlagen, wie wir das gewöhnt sind. Wir haben noch den Speer für die Reichweite. Ist doch alles wunderbar diesmal. Jetzt verkaufe ich nochmal einen Haufen Zeug. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll.